So, herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und wir waren in diesem Paketraum stehen geblieben. Auf der Suche nach C4 Sprengstoff. Und da ich genau weiß, dass der nicht hier drin ist, sondern draußen, werde ich dort jetzt auch mal hingehen. Jo. Und was haben wir jetzt? Sieht nach einer Zwischensequenz aus. Ja. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Was? Are you hiding something from me? Gibt aber irgendwie Sinn. Deep Throat, Mr. X, Ninja. Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. Hmm. Habe ich schon mal irgendwo gesehen, diesen Trick. I've seen someone use that box trick before. Ja. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Scheiße. Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Das ist wer? What a chance. Wo sind die jetzt hingesprungen? Ist mehr? Ja, wohl kaum. Vielleicht weiß irgendjemand sonst, wer das sein könnte. I saw a female soldier, Russian. Must be Olga Gerlukovich. Olga Gerlukovich. Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the Big Shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. War der nicht irgendwie mal als Käufer von Metal Gear Rex im Gespräch? Ich meine ja. Naja. Gut, wir müssen uns erstmal hier oben umsehen. Da sehen wir übrigens den Harrier Jet stehen. Ohne Zweifel, aber er hat. Bevor wir uns darum kümmern, müssen wir diese beiden Soldaten hier loswerden und ich verschwinde hier mal lieber. Jetzt im Moment kein Radar haben. Okay, ich meine, dass hier sogar noch ein dritter rumläuft, aber im Moment scheint die Luft rein zu sein. Ja, da ist unser C4-Sprengsatz. Jo. Warum wollen die ihren eigenen Harrier in die Luft sprengen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Raiden hier. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. Yep. This is Plissken. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Plissken to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Plissken found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right.
I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right. Except for those scentless ones. How about you, Plissken? I have two left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? Was? That bomb, 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself. Das ist heftig, also das ist, da muss man schon ziemlich tief sinken, um so etwas einfallen zu lassen. Catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can defuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Das ist heftig, also... Meine Herren, also da hat er sich jetzt wirklich... quasi ins eigene Bein geschossen. Um das mal so zu sagen. Ja... Also, was ist passiert? Wie der gute Peter vermutet hat, waren die Bomben, die wir bisher entschärft haben, wohl eher nur ablenkendes Beiwerk und ja, nicht wirklich so platziert, dass sie eine größere Bedrohung darstellen. Also, sie würden schon Schaden anrichten, natürlich, aber nicht so, dass die komplette Anlage damit zerstört wäre. Ja. Und, es gibt ein neues Bombenmodell, was mit dem Sensor nicht aufzuspüren ist. Und Plissken und Peter gehen der ganzen Sache dann jetzt mal nach. Während wir unsere letzte Bombe entschärfen müssen. Und, ach, die Wache da steht wieder. Oh shit. Na komm. So, jetzt müssen wir mal wieder ans Eck ran. Da steht nämlich unser schönes Node. Natürlich sollte der Kerl uns dann nicht sehen. Jo. Jetzt bei dem mal ein bisschen ein bisschen seltsam, denn der steht hier genau dabei im Sichtfeld, wo wir durchgehen müssen. Der dreht sich nicht allzu oft komplett um. Der pennt manchmal immer ein, aber der halt nur für eine kurze Zeit. Und in den meisten Fällen, wenn man dann vorbeigeht, dann wacht er sofort wieder auf. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Das Dumme ist, wenn man hier
Ja, komm, ich hau ihn ja mal eben weg. Ich wollte sagen, wenn man hier an die Wand klopft, das hört er nicht. Weil wahrscheinlich der Paketraum hier so beschissen laut ist. Ah ja, da oben auf dem Dach, da pennt unser anderer Kollege. Der, glaube ich, sonst hier mit dem Fernglas mal die Brücke überwacht. Aber diesmal nicht. So. Wir haben die letzte Strebe erreicht. Mit Sprengstoff. Erstmal hier um die Wachen kümmern. Die da ganz unten lang läuft, die dürfen wir nicht ausschalten. Genau deswegen. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen schnell handeln, denn natürlich ist die letzte versteckte Bombe auf der unteren Ebene, genauso wie die, wie das Node. Das heißt also gleich, wenn er den Funkspruch da durchgibt, dann hinten an der Treppe vorbei ist, dann werden wir da unten hinlaufen, wo er jetzt steht. Und das Node aktivieren. Die Bombe ist auf der unteren Ebene auf einer anderen Seite unter einem von diesen schwarzen Abdeckungen. Da müssen wir halt jetzt dann gleich im richtigen Moment ausschalten, so dass praktisch der längste Intervall zwischen seinen Funksprüchen vorhanden ist. Ja, er wird uns jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir diese Abdeckung öffnen können. Raiden, at your feet. There's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Jo. Nothing here. So, jetzt können wir zumindest erstmal runtergehen. Und hinten zum Node. So, wenn er dann gleich den Funkspruch durchgegeben hat, dann können wir ihn am besten ausschalten und dann so schnell wie möglich zu der Bombe hin und danach so schnell wie möglich wieder hier raus. Bevor die merken, was Sache ist. Und einen Suchtrupp hier reinschicken. Jo. Guter Schuss. Da haben wir sie. Jawohl. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4 and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. Huh? But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Also schön. Da hat der gute Stillman schnell geschaltet. Und einen Sensor gegen dieses neue Bombenmodell entwickelt. Denn anscheinend
befindet sich eine Bombe, laut seinen Aussagen, am in der unteren Ebene von Strebe A, wo wir das Spiel quasi gestartet haben. Wir müssen jetzt zurück in Strebe C, da sind wir ja direkt auf dem Weg. Und uns diesen Sensor dort aus seinem Vorratsraum abholen. Zuerst zerstören wir mal hier die Kamera. Da ist noch eine Wache. Ja, also gehen wir dann mit diesem schönen Sensor auf die untere Ebene von Strebe A, um dort diese neue Bombe zu finden. Und mal sehen, was uns dort erwartet. Ich hoffe mal, keine allzu unangenehme Überraschung, aber solange scheint die Bombe ja noch nicht aktiviert worden zu sein. Was schon mal gut ist.